Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben die ersten 5 Episoden erfolgreich hinter uns gebracht. Wir sind nach wie vor beim brandheißen, nagelneuen The Crew Motorfest. Ich würde auch sagen, auch an dieser Stelle, wir labern gar nicht viel, wir verschwenden nicht viel Zeit. Ihr drückt kurz auf das Like, ihr lasst mir ein Abo da und wir steigen direkt rein ins Game und machen da, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Let's go, ihr Lieben. So, hier sind wir auch schon in unserem tollen Wagen. Es ist einfach geil, ja. So, wir gehen mal kurz in unsere richtige Ansicht. Wir hatten angefangen Da du mit das dem Donut-Team kennst, weißt du Donuts-Team vermutlich, worauf Event. du dich einlässt. Und ich Ich würde glaube ja, sagen, wir wir haben noch machen mehr direkt Überraschungen mit auf dem Lager. zweiten Event an dieser Stelle weiter. Ein bisschen Gefühl hier am frühen Morgen. Ja, Leute, es ist geil. Ja, das Game ist heiß. Wir hatten gestern einen relativ, naja, wilden Einstieg, ne? Hatten da natürlich auch einige Fehlversuche bei Rennen und so. Aber wir gucken mal. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Ja, wir schauen uns das heute nochmal an. Wir haben auch schon Und ein jetzt paar ist die Schwester am Tuning-Teile in Spielplatz. Und unserem deine erste Wagen. urbane Herausforderung ist ein wilder Das amerikanischer heißt, der ist Straßenkampf. natürlich schon mal eine Im ganze Moment Ecke darf ich mich eher stärker als verraten. noch gestern Ich am habe mir Anfang. versprochen, Ups. technische Details zu überlassen. My fault. Warum bricht der mir denn hier gerade so aus, ey? Wer war das? Spaß, alles gut. Ja, Leute, rein geht's. Wir gucken uns an, was wir hier vor uns haben und welche Aufgabe wir hier als nächstes erledigen sollen, denn wir bleiben natürlich an den Playlists dran, ja. Ganz wichtig, wir müssen gucken, dass wir mit den Playlists vorankommen. Gerade jetzt am Anfang. Und dann gehen wir auch direkt mal rein. American X Russell, ich würde sagen, wir legen los. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ja. Ich freue mich total, dass ihr alle dabei seid. Alright, tough Ah, boys da and ist wieder girls, you unser think you've Kollege. got Zeit, am Kaffee zu muscles? trinken. Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro Ja, Junge. Z01 or a Genau. Shelby Mustang GT500 to find out who's got the Who's biggest American got the muscles? biggest Spoiler, American it's muscles? Ja, me. das werden wir jetzt mal rausfinden, ja. Wir gucken mal. So, jetzt dürfen wir wieder wählen. Ford Mustang, Shelby, GT500. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen den. The Shelby Ich hoffe, da seid ihr bei GT500 mir. Performance is your Oder business hättet ihr today. anders gewählt? Nein, ich glaube, die Wahl war schon ganz okay. Geil, wie immer dieses Ford-Feedback, diese Vibrationen. Das ist schon geil hier. So, dann gucken wir mal, ob wir die Power dieses Wagens einigermaßen vernünftig auf die Straße bringen können. Das ist ja immerhin auch ganz wichtig, ja. So Leute, wie sieht es denn aus bei euch? Habt ihr das Spiel auch, habt ihr es vorbestellt? Spielt ihr eventuell auch schon mit dem Vorabzugang 3 Tage früher? Oder habt ihr es in der Normalversion gekauft und dürft den 14. auf die Server? Oder seid ihr denn noch am Überlegen oder wie auch immer? Lasst mir gerne mal einen Kommentar dazu da, würde mich tatsächlich interessieren, ja? Wie das bei euch so aussieht. Für alle die noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich das Spiel kaufen wollen, ja, denen helfen ja hoffentlich unsere Let's Plays, die ihr aktuell zuhauf auf YouTube von uns erhaltet, ja. Die hoffentlich für den einen oder anderen noch eine gute Entscheidungshilfe sind in dem Punkt, ja. Vielleicht sieht man sich ja mal hier auf Hawaii. Auch in dem einen oder anderen Rennen. Wer weiß, ja. Alles ist möglich. Eieiei, diese Kurven. So, wie sieht es denn aus? Oh, wir haben 5,6 Sekunden Vorsprung. Na. Na, super. Runden 1 von 2 immer noch.
So, da vorne wieder eine oder mehrere dieser riesengroßen Donuts auf der Strecke. 7,6 Sekunden Vorsprung. Na, das Rennen läuft ja dann bisher ganz gut, Leute. Komm. Wir wollen das nach Hause bringen. Ich hatte die Depression vom Endrennen der Porsche 911-Serie, die hängt mir immer noch im Nacken, ey. Das war ja wirklich drei Versuche und nicht geschafft, das Rennen abzuschließen. Das war schon bitter. Also das habe ich so richtig verkackt, Leute, oder? Was denkt ihr? Also ich meine so richtig. Also das müssen wir uns auch natürlich nochmal ansehen, weil wir wollen ja natürlich die Playlist abschließen. Das heißt, wir haben das zwar jetzt für den Moment zurückgestellt, ne? Aber früher oder später müssen wir da ran. Und dann müssen wir dieses Rennen gewinnen, ja? Ob wir wollen oder nicht. Ey, 13,2. Also der Kollege, der schläft aber auf der Straße, oder? Dann können wir tatsächlich ein bisschen vernünftiger fahren, oder? Nämlich nicht in jede Kurve in die Leitplanke knallen. 16,9. Nee, der Kollege, der hat echt keine Lust, oder? Der möchte nicht gewinnen. Diesmal, oder? Das ist ja schon 17,2 und wir fahren jetzt wirklich nicht so auf 100%, sondern ich fahre jetzt aktuell recht gemütlich. Ja, was ist los? Sollen wir mal zurückfahren, gucken, wo der Kollege bleibt, oder was? Also Traktion ist ja echt mal nicht gegeben hier bei den Kurven. Ja, und dann haben wir auch schon dieses Event siegreich nach Hause gebracht, Leute. So muss das laufen heute. Oh, ein schöner Wagen, oder? Den kann man sich durchaus angucken. So, wir machen direkt weiter, nachdem wir uns gefreut haben. Gentleman P1. 1,55, wir gucken mal. Holen uns unsere XP ab. Und unsere Bugs. Genau, immer her damit. Die werden wir natürlich alle noch brauchen. Und auch mal wieder ein paar neue Teile. Das ist sehr gut, leider nur grün. Egal, nichtsdestotrotz. Wir sind ja immer noch am Anfang. Das dürfen wir nicht vergessen, Leute, ja. Sehr gut, So, aber die zurück Reise in ist noch unser nicht Auto vorbei. und weiter zum Hast du noch dritten Spaß Event mit der Donut Playlist, Media? ja? Dann lass uns tiefer in Wir ihre wollen da Welt tatsächlich, eintauchen. sorry Leute, Die gar nicht so Crew viel hat Zeit viele verlieren, Shows auf ihrem denn Kanal. wir haben viel zu In tun. einer davon vergleichen sie Billigteile mit High-End-Versionen. So, wir gucken übrigens mal, Sehen Sie wir sind ja Halo jetzt oder Tag 2 des bekommst du jetzt einen dreitägigen Vorgeschmack? Vorabzugangs, ja? Ich habe also tatsächlich vor, auch heute mindestens so 3 bis 5 Episoden für euch zu machen, genauso wie gestern, ja, damit wir diese 3 Tage wirklich ausnutzen können und euch entsprechend mit Content versorgen können, falls ihr denn noch Entscheidungshilfe braucht, ob ihr euch das Spiel zulegt oder nicht, In was wir diesem natürlich Workshop hoffen, wirst ja. du den ach so hübschen Nissan 370Z Nismo fahren. Gerade jetzt am Anfang können wir das, glaube ich, so machen. Das ist ganz gut. Dann habt ihr auch was zum Schauen, Leute. So, dann sind wir auch schon angekommen und wir gehen direkt rein in Runde 3. Was liegt denn hier vor uns? High, low. Beschränktes Fahrzeug, Nissan. Ach ja, gut. Ja. Macht nichts. Rein da. Schwierigkeit plus 19%. Das heißt, da kriegen wir immer auch ein bisschen mehr Bonus und Belohnung. Das ist Nothing gut. is more iconic than low car. Except for high car. Ja, der Typ ist In echt. this time attack, you'll get to Das drive ist schon both eine Marke, oder? Was denkt ihr? 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between Mr. cheap mods Donut mit and seiner expensive Donut-Mütze. mods really is. Can you beat your own time switching from Ja, das low Game ist car heiß, to high Leute. car? Wirklich. Show Wir us sind that. heiß. Does more expensive Das muss jetzt mean you're knallen better? heute. Wir müssen hier Yeah, richtig mal ein no, bisschen Progress machen, definitely. dass wir Doesn't, vorwärts you kommen, didn't ja? in real life. Wir schauen uns tatsächlich auch unterschiedliche Playlists an. Das heißt, wenn wir in einer aktuell gerade mal nicht weiterkommen, dann halten wir uns jetzt auch nicht 2 Episoden lang daran auf, Alright, sondern Hotshot, dann let's see what you can do
machen wir weiter und gehen zur nächsten. So, Kontrollpunkt. Ja, lass uns mal gucken, was das hier für eine Strecke ist. Sieht schon mal spannend aus am Anfang. Ja, gut. Wo sind die Donuts? Ich sehe noch keine Donuts aktuell. Doch, da haben wir schon wieder einen. Und da vorne, da sind sie auch wieder. Und okay, hier passt das natürlich ein bisschen, dass man hier schön die Kurven driften kann und null Bodentraktion hat. Aber in dem ersten, in dem letzten Rennen war dann ein bisschen doof. Hier ist das schon wieder ganz gut. Bin tatsächlich ein bisschen ergänzt, verzeiht Leute. So, und rein in die Donuts und durch. Jawohl, super. 23%. Ah, die Strecke ist länger. Wir sind im nächsten Kontrollpunkt. Hier durch die Häuserschlucht. Jawohl. Ah, schöne Sache, das Rennen, Leute. Also das Fahrgefühl, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wer den Vorgänger gespielt hatte, Q2. Ach, sorry, Leute, echt. Das hat nichts mehr gemeinsam, ja. Das war wirklich in der Q2, hast du dich einfach hin dran gesetzt. Du hast überhaupt kein Gefühl für das. Für den tatsächlichen Wagen gehabt, den du unter dem Hintern hast. Das ist ja anders, Leute. Also es hat sich auf jeden Fall 100%ig positiv geändert. Das Fahrgefühl ist so, so viel besser als im letzten Teil. Das ist fantastisch, kann ich euch versprechen. Das Force Feedback hat sich so extrem weiterentwickelt in den 5 Jahren. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, Leute. Müsst ihr mal spüren, müsst ihr unbedingt mal fahren. Macht richtig Bock, Leute. Richtig Bock. Ja, und auch wie die unterschiedlichen Wagen sich ganz anders verhalten und fahren. Das ist super. Das ist wirklich der Hammer, Leute. So, da waren wir jetzt ein bisschen zu schnell. Macht aber nichts, alles noch im grünen Bereich. Und solange das noch im grünen Bereich ist, ist auch alles gut. So, weiter zu unserem Sprung und rein durch den Donut, Leute. Und Donut 2 und Donut 3 und durch. Jawohl, da hat man irgendwie ein bisschen Lust auf Donuts, oder? In diesen Rennen hier. Oh. Aber Donuts sind böse. Zucker. So. Ja, alles gut. Wie sieht's denn aus? Ach, 10 Sekunden, Leute. Dann machen wir uns jetzt gar nicht verrückt. Das können wir jetzt, glaube ich, ganz entspannt nach Hause bringen. Wir sind schon bei 86%, 87. Okay, das ist jetzt tatsächlich auch wieder so ein tiefen, entspanntes Event. Also, aber dann noch das letzte Rennen in einem Porsche 911, bei der Porsche 911 Playlist. Das sitzt mir tatsächlich noch im Nacken, dass wir das bisher nicht abschließen konnten nach 3 Versuchen. Mein lieber Mann, das war... Wie gesagt, müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. So Leute, wir schließen erstmal dieses Rennen hier ab. Wir haben unsere Bestzeit gefahren. Die hat gereicht. Holen uns unsere Belohnung ab. Ja, Leute, richtig geil. Also ey, wirklich das Fahrgefühl, ey, Hammer. Doch grafisch bin ich absolut zufrieden mit dem Spiel bisher. Nein, ich mache keine Werbung. Das ist tatsächlich meine ernste, ehrliche Meinung. Oh, wir haben auch diesmal auch 2 blaue Teile. 3. Super. Dann fahren wir auch direkt fort. Und dann... Sicher werden viele Folgen. Würde ich tatsächlich sagen, mal wir gucken hier mal rein. So, jetzt sieht es hier natürlich, das ist unser... Guck mal, wir haben hier ein bisschen was Neues gekriegt, ne? Wir gucken uns den mal an, was wir hier machen können. Oh, guck mal, das sieht natürlich schon anders aus, ja? Also da passen wir direkt mal an. Auch hier, damit wir unsere Kiste mal schön weiter tunen hier. Also, es geht voran, wie ihr seht, Leute. Das sieht gut aus.
Ja, und dann würde ich sagen, weiter geht's. Du weißt ja, beim nächsten Event bleiben wir im städtischen Bereich. Bleiben wir im Aber wir städtischen drehen Bereich. etwas Alles an der klar. Intensität. Okay, dann lass uns mal Motorfest etwas hat an Nolan der Media mit zwei Intensität drehen, meine unfassbaren Liebe. Autos ausgestattet. Und wie ich Wir James sind kenne, fällt ihm bereit. dazu sicher was ein. Na, bestimmt fällt ihm dazu was ein. 10 knapp vorbei. Ich Jawohl. weiß, ich sollte die Details eigentlich für mich behalten, aber Ja, es ist solltest du einfach manchmal. zu verlockend. Aber uns kannst du Stell uns es das dir sagen. vor. Oh! Downtown Hypercar Rennen. Ah, das ist, wenn man so in dem Rausch drin ist, hier einfach zu düsen, zu cruisen. So, Leute, da sind wir auch schon. Und wir gehen direkt rein ins nächste Event, ohne viel Zeit zu verlieren. Das wäre heute mal gestiegen. Nee, nee, nee. Das haben wir jetzt schon zweimal gelesen, denn in den letzten Episoden. Nein, danke. Wir lassen das genauso und gehen direkt rein, Leute. Ihr merkt schon, heute wird richtig Progress gemacht hier. Königsegg Mopow, oder Bugatti? baby! Motorfest Oh, gave us two schwere hypercars with Frage. more power than anyone would ever need. Königsegg Choose oder between the Bugatti? Bugatti 1038 Vom Style Chevy her and würde the ich persönlich auf Bolting jeden Fall Jester sagen and race through Bugatti. downtown Honolulu. Which Aber ich car glaube, das will ist set the new in dem Fall downtown wirklich speed record? Geschmackssache. And who will split an order of shaved ice with me? And can we get some shaved ice on Also set? Oh ich yeah, good persönlich luck. auf jeden Fall Bugatti, aber wir gucken mal, was man uns anbietet hier. Ja, seht ihr, Bugatti Centro Diego. Also ich finde, nee Leute, ich muss den Bugatti nehmen. Ich muss. Ich bin totaler Bugatti-Fan. Whoa, someone woke up in a new Viele von euch Bugatti. würden ja sicherlich anders entscheiden und hätten den Königsegg genommen, aber wir gucken mal, einer muss es nun mal sein. Nichtsdestotrotz. Boah, geil, Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Boah, dieses Feeling. Da merkst du direkt, dass hier ein bisschen was unter der Haube steckt. Mann, Mann, Mann. Das Fahrgefühl in diesem Spiel. Das ist tatsächlich der Hammer. Und rein durch die Donuts hier. So, Kontrollpunkt. Vorne haben wir eine harte Kurve. Da müssen wir direkt schon mal aufpassen. So, hier. Ich muss mal wieder von der Bahn fliegen. Das muss tatsächlich nicht sein. Schöne Strecke. Geiler Wagen. Und wieder durch die Donuts, wie gehabt. Und hier vorsichtig, nicht in die Container knallen. Der schöne Wagen. Das dürfen wir nicht machen, das könnte ich mir nie verzeihen, Leute. Und weiter geht's. Da vorne haben wir wieder eine scharfe Kurve. Das ist auch hier nochmal ein bisschen. Gucken, dass wir da direkt rumziehen. So. Oh, das ist auch eine lange Strecke, sehe ich gerade. Wir sind bei 39%. Mit vielen Kurven. Und sauber. Geiles Fahrgefühl, geiles Force Feedback, Leute. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Oh, genügend. Ja, wir gucken mal hier. Eieiei, sage ich da nur. So, und hier geht's schön rum. Oh, der liegt auf der Straße wie ein Brett, Leute. Ich wollte aufhören, das zu sagen, wie geil das ist. Geil. Der gerät, würde ich mal sagen, der Bugatti hier. Der gerät, eindeutig. Hammer-Auto. Ja, den würde ich gerne nehmen. Zum Rumcruisen hier. In diesem Spiel. Sehr gerne. Den Gefallen wird man mir wahrscheinlich nicht tun. Aber man darf ja träumen. So ein bisschen.
78%, okay, jetzt geht es tatsächlich schon mal ein bisschen vorwärts hier. Wie einfach der hier auf 380, 390, 400 km/h beschleunigt. Das ist der Hammer. Ja. Sollten es sein. Ah. 94%, komm, jetzt lassen wir hier hoffentlich uns den Sieg nicht mehr nehmen, ja, und sollten das sicher nach Hause bringen. Jawohl, Leute, so ist es auch. Also ich würde sagen, eindeutig Bugatti. Hätten wir damit geklärt, ja? Ja, geil, Leute. Geil, geil, geil. P1, Gentleman MG, wir holen uns unsere Belohnung ab. Komm, gib uns auch ein paar schöne Teile. Bitte nicht grün. $15.000, nehmen wir mit, fortfahren. Und wir kehren zurück zur Feinfahrt. Ja, Leute, also heute müssen wir tatsächlich einige Episoden hier machen, damit wir Progress kriegen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das auch schon mit der ersten Episode für heute. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, drückt mir auf die Glocke, abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis gleich in der zweiten Episode von Tag 2. Ciao, ciao, Leute.